Ja, für alle, die Spaß haben am Pilze sammeln, ihr seht schon, das ist möglich. Ja, es gibt Pilze und zwar jede Menge. Welche? Seid mal richtig gespannt und überrascht. Ich sag euch auf jeden Fall mehr, als ihr gedacht habt. Und wie man die findet, zeige ich euch jetzt. Kommt mit! An kalten Tagen ist natürlich immer noch hier auf die Lachsreizger ganz gut Verlass. Also die schneide ich jetzt in der Tat ab, nicht, weil da unten nicht viel im Boden steckt. Aber für alle die, die jetzt Pilze vielleicht noch nicht ganz so lange sammeln, wie ich das tue, für die ist es auch wichtig, die Pilze komplett zu entnehmen. Aber hier ist die Sache absolut eindeutig. Wunderbar. So, der darf mit. Ziel für mich wäre heute wirklich ein bunten Korb zu sammeln in diesen Sonnenstrahlen. Die sind ein bisschen selten gewesen in den letzten Regentagen. Ein Wort zu den Burschen. Fliegenpilze wahrscheinlich mit das Schönste im Wald. Also solange die hier noch richtig gut und knackig aufrecht stehen, passt das Wetter, die Temperaturen noch nicht so schlimm, Bodenfröste noch nicht da gewesen, die sehen schnell anders aus. Und hier schauen wir uns um. Denn wo Fliegenpilze sind, da könnten auch andere Pilze sein, unter anderem Steinpilze. Also natürlich sucht man sich so ein bisschen geschützte Stellen. Ich habe schon gesagt, hier ist total windstill, die Sonne scheint, ich mache schon meine Jacke auf Ende November. Und ja, nicht so viel reden, genießen. Die nächsten wunderschöne Exemplare, leicht gelbliches Futter, etwas älter, aber immer noch richtig gut. Seht ihr sie? Ich sehe 3 Stück. 1, 2, 3. Also, durchaus kommen die ordentlich in Mengen vor. Also es ist nicht so, dass die selten sind. Sie sind nicht überall, man muss schon ein bisschen gucken. Aber wenn man mal eine Ecke gefunden hat, dann hat man auch gleich größere Massen. So, schaut euch das mal an. Übrigens am Fuß einer Buche. Alles hier unter Buchen, der gemeine Steinpilz. Mal die Löcher zumachen. Oder auch Fichtensteinpilz. Der ist gar nicht wählerisch, der wächst auch unter anderen Bäumen. So, und das ist doch trotzdem noch ein ordentlich passables, total knackiges Exemplar. Also ich spare mir das hier auf den Pilzen rumzuklopfen, das ist irgendwie ein bisschen abartig. Das kann man lassen. Die sind fest, da gibt es gar nichts zu deuteln. Das sieht man schon an den entsprechenden Röhrenmündungen. Herrlich. Ich würde sie euch alle zeigen, wenn ich größere Hände hätte. So, also die Burschen müssen mit. Und hier, wie gesagt, diesmal unter Buchen. Und die Bäume begegnen einem nun wirklich jetzt auf Schritt und Tritt. Also es ist ein klares Zeichen, dass der Wintereinbruch vor der Tür steht. Die Gabeltrichterlinge, das ist der kaffeebraune Gabeltrichterling. Hier wunderbar zu erkennen, die Trichterform, die Stiele. Ich mache mal einen raus. Und das ist ein Speisepilz. Man kann den essen. Der ist rohgiftig, enthält Blausäure, die sich beim Kochen doch völlig zersetzt. Ihr findet zu allen Pilzen, die ich hier zeige und vorstelle, Bestimmungsvideos im Kanal. Schaut mal unter der Playlist Pilze bestimmen. Neben den Heil- und Vitalwirkungen findet ihr allerhand Wissenswertes und Pilzporträts zu all diesen Burschen. Also alles kostenlos, alles für euch. Schaut euch um, denn weiterbilden muss man sich natürlich auch. Und allein die, die sind hier überall. Also noch gehe ich nicht total auf Winterpilze, aber schaut euch das, also jetzt bin ich schon doch verlockt, mal an. Da wäre der Korb auch voll. Und hier wieder lila Lacktrichterlinge. Wunderschöne Farbtupfer in jeder Pilzpfanne, in jedem saure Pilzegericht. Gut zu erkennen, nicht? An dem immer irgendwie gewundenen Stiel. Den weitstehenden, hier mit den Zwischenlamellen versehenden Lamellen. Hier diesen Trichter, nicht? Also die lila Lacktrichterlinge. Und ich habe ein Bestimmungsvideo dazu gemacht. Ich habe auch was zum Thema Essbarkeit, Schwermetallbelastung und ähnliches. Oft genug gesagt, wie gesagt, eine Handvoll darf bei mir mit in den Korb. Die lassen wir stehen. Und toller Pilz, vielleicht auch für Einsteiger. Da hinten sind Massen. Ja, sie sind nicht selten und vor allen Dingen gut zu erkennen. Und vor allen Dingen auch, alle Lacktrichterlinge sind essbar, wenn man denn weiß, dass es ein Lacktrichterling ist. Und hier diese lila Punkte, seht ihr das? So ein bisschen wie wenn im Frühjahr die Veilchen blühen. Herrlich. So, suchen wir mal weiter. Schaut mal, und wenn der Korb auch schon relativ voll ist, es gibt immer eine schöne Mischpilzvariante. Und deswegen habe ich auch durchaus ein Faible für die Burschen. Wenn die noch jung und knackig sind, dann können die von mir aus gerne mit. Der Herbstrotfuß und den nehmen wir hier jetzt gerne raus. Verschließen wir erstmal alles hier wieder ordentlich. Die wachsen hier zu Tausenden.
Da hinten ist schon der Nächste. Wenn die richtig knackig und jung sind, dann ergeben die eine richtige schöne Ergänzung in der Pilzpfanne. So. Und der darf durchaus, hoppala, mit. So, und auch mal Respekt dem Steinpilz-Opa. Also der bleibt hier wunderschön, riesengroß. Aber vielleicht hat er ja Enkel irgendwo. Einfach zu sehen sind sie nicht. Muss man aber auch gar nicht im Wald suchen. Ich drehe immer Runden durch den Wald. Ich finde sie immer auch hier wieder am Wegrand. Stehe auf dem Weg. Geht auch gemütlicher. Wieder ein Fichtensteinpilz. Ganz frisch. Höchstens 1-2 Tage alt. Herrlich. Und da ist doch, nee, ist keiner, habe ich schon gedacht. Aber alles voller Fliegenpilze. Und da kann man sehen, also hier trifft die Regel völlig zu. Wo Fliegenpilze sind, sind Steinpilze. Ja, immer wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt ein Steinpilzchen daher. Und der sieht eigentlich noch recht passabel aus. Also, nehmen wir ihn da mal raus. Unter einer Kiefer. Das ist immer noch ganz ordentlich. Ein Fichtensteinpilz. Sehr schön. Und weil die Tage immer wieder noch Verwechslungen vorkommen, nicht? Also die Burschen hier sind überall im Wald. Das sind grüne Knollenblätterpilze. Hier wieder wunderschön zu sehen. Bleibt wie immer hier. Da hinten kommt einer raus. Da kann man mal drauf zoomen. Die Sonne scheint. Sieht man es schon so, nicht? Die wunderbare Knolle mit dem Bergsteigerfüßchen. Die grün-gelben Farben. Also das ist der grüne Knollenblätterpilz, der giftigste Pilz Europas. Die zwei wären tödlich. Und Vorsicht im Wald, wie immer. Also hier kann man mal sehen, warum der Falbe Riesentrichterling so heißt. Ein Mönchskopf, wirklich in massiver Ausdehnung. Aber, naja, der bleibt hier. Aber ich wollte euch eigentlich das hier zeigen, Nebelkappen. Ich mag die Dinger, ich weiß nicht warum. Die sind groß, die sind kräftig, die sind richtig in Hexenringen wachsend. Schaut euch das an. Der Wald überaus voll und wo die sind, sind in der Regel gern auch violette Häutelritterlinge. Deswegen treibe ich mich rum. Hier überall Herbstrotfüße. Aber schaut euch das an. Hexenringe voll mit diesen Nebelkappen. Und der hat einen Durchmesser, dieser halbe Hexenring, von 30, 40 Metern. Und wenn man hier oben guckt, irgendwo da oben, genau, da geht's weiter. Es gehört dazu. Also, irre. Das sind wirklich Hexenringe, die sind Jahrzehnte alt. Vielleicht sogar Jahrhunderte. Mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von 2, vielleicht 3 Zentimetern im Jahr. Was für ein Pfund. Also früher hätte man die gegessen und die Zeiten sind vorbei. Aber nichtsdestotrotz, ich finde die einfach schön. Also für mich ist das jedes Jahr eine Freude, sowas zu sehen. Herrlich. Schaut mal, das leuchtet wirklich hellgrünlich im Wald. Ihr ahnt schon, ich will euch nicht viel Gutes zeigen, aber ich will es zeigen. Hier sieht man die Hülle. Die geht so ein bisschen kaputt, wenn ich es aufmache. Die dicke Knolle. Die bergsteigerartige Socke, der grüne Knollenblätterpilz, der ist noch geschlossen. Man sieht also hier das nicht. Ich möchte es nicht rausmachen, um es euch zu zeigen. Es ist ein wichtiger Mykorrhizapilz und der soll sich hier auch vermehren. Also Respekt vor den Pilzen, auch Giftpilze. Das ist der grüne Knollenblätterpilz hier. Ich habe den mehrmals schon gezeigt, auch in Bestimmungsvideos. Schaut sie vielleicht an, wenn es euch interessiert. Lass mal den Burschen hier wachsen und genießen. Auch der ist noch da. Wobei, also, Fichtensteinpilz ist so ein Name, nicht? Weil Fichten, die haben sich natürlich überall verbreitet oder wurden vielmehr verbreitet. Und deswegen heißen die dann auch gern Fichtensteinpilz. Eigentlich ist es der gemeine Steinpilz, gemein verbreitet. Und er ist nicht so extrem wählerisch mit seinen Mykorrhiza-Partnern. Und man sieht auch gar nicht so selten. So, müssen wir noch einen Platz suchen. Aber das sieht doch schon nett aus. Ja, und wie immer auch mal was in eigener Sache. Ich wandere hier in den nächsten Wald, gleich um die Ecke. Also vergesst auch unser Seelenheil nicht. Abo dalassen, Daumen hoch dalassen. Natürlich ist das alles wunderbar kostenlos für euch, aber ich brauche Kost für meine Seele und hin und wieder ein netter Kommentar, ganz ehrlich. Das tut einfach gut. Ich kann nicht immer alle beantworten, seht's mir nach, aber ich lese sie alle und freue mich drüber. Also in die Kommentare schreiben, was findet ihr, was ist bei euch los? Und weiter sammeln. Naja, und ihr kennt die alte Regel. Da war der Baum. Ich gehe immer einmal im Kreis in einer Acht um solche Stellen, um genau den Effekt. Ja, man sieht sie entweder gar nicht, weil man das erste Mal dran vorbeigelaufen ist, oder man übersieht sie und deswegen
muss man von mehreren Seiten schauen. Und dann, schau her, der nächste Kamerad. Komm her. Wunderschön. Hat sich da richtig drunter vorgedrückt. So, also noch einer. Ein wunderschöner, herrlicher, gemeiner Steinpilz. Es gibt Pilze, für die nimmt man sich einfach Zeit. Weil es schön ist. Und wo Fliegenpilze sind und wenn man die genießt, hocke ich mich hin und gucke immer am Boden herum. Und meistens sieht man noch mehr. Da hinten hier wieder ein wunderschöner Riesenschirmling, dahinter ein Rotfußröhrling. Das waren mal Rotfußröhrlinge. Ja, hier gibt es interessante Pilze. Vielleicht mal ein Wort an alle, die solche Pilze mögen. Nun, bevor ich es verrate, gucken wir uns das mal an. Hier welche, da welche, Massen. Das alleine, Kopf voll. Wunderbare Herbstpilze. Und jetzt könnte man meinen Ritterling, ja, so im ersten Moment wäre das auch so erstmal mein Gedanke. Schaut euch das mal an hier. Alles voll. Also das hier alleine. Ich mache nur das Laub weg. Was hier steht, ist eine Mahlzeit locker. Und hier ist noch viel, viel mehr. Oh, jetzt habe ich schon einen rausgemacht. Nun, dann sieht man auch gleich, was das wohl ist. Und nehmen wir uns mal zwei Beispiele von dieser riesigen Gruppe. So, der ist nicht so gut, der hat nicht mehr die typischen Merkmale. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Also von oben so braunliche Töne, so dunkelbraun, dann Richtung Rand. Dann sehen wir eher so schmutzige lila Lamellen. Da könnte man noch bei Ritterlingen sein. Aber wenn man hier mal ein bisschen anschaut, dieses am Stiel befindliche ja, Reste. Und jetzt muss ich es dann doch mal in einem kleineren zeigen. Haben wir einen schönen, der vielleicht noch nicht so weit offen ist. Werden wir sehen, dass es keine hier Ritterlinge sind. Aha, hier kann man es sehen. Und da haben wir es was mit den Schleierlingen zu tun oder eben mit Klumpfüßen und da gibt es jede Menge Verschiedenes. Also das ist definitiv kein violetter Rötelritterling, wenn er auch so erscheint, das ist der Verwechslungspartner. Und das könnte jetzt ein lila Dickfuß sein, ist er nicht, dafür ist er nicht lila genug. Wenn man ihn durchschneidet, ich habe schon eben so gezeigt, so ein bisschen das Fleisch, das wäre richtig strahlend violett lila, das ist nicht der Fall. Also wahrscheinlich ist es hier einer der purpurfleckenden Klumpfüße, da gibt es alles Mögliche, den violetten. Der wäre auch essbar übrigens, aber sowas sammle ich jetzt nicht. Das ist jetzt bei den Schleierlingen so eine Sache. Da gibt es wenig Essbares, viel Giftiges, der wäre essbar. Hier der violettfleckende Schleierfuß oder hier der violettfleckende Dickfuß, je nachdem, wird überall ein bisschen anders genannt, bleibt im Wald. Also Vorsicht, nicht alles, was ein lila Pilz ist mit lila Lamellen, ist unbedingt auch ein Rötelritterling, nicht? Hier kann man es am Stiel sehen. Schaut euch das an. Und wenn ihr sowas am Stiel seht, ist es keiner, nicht? Definitiv nicht. Und wie gesagt, in dem Fall ein essbarer Pilz, nichtsdestotrotz bleibt er im Wald. Also hier haben wir wirklich mal einen Pilz, den man kennen muss, wenn man Rötelritterlinge sammelt. Der Wald ist voll davon. Und hier ein Schirmling. Nun, man erkennt schon ganz gut, großer, riesiger Pilz. Den entnehmen wir mal ganz und wir sehen schon, da unten fehlt so ein bisschen die Natterung am Stiel. Oder ist auf jeden Fall nicht besonders ausgeprägt. Also genattert Stiel ist anders, das heißt, jetzt können die sich rötlich und gelblich verfärben. Wir sehen hier auch diesen Stielring, der nicht so ausgeprägt ist, aber gut verschiebbar. Also ein essbarer Riesenschirmling ist es sehr sicher. Wahrscheinlich der sternschuppige Riesenschirmling. Sieht man auch ganz gut. Ich habe den hier mal mit Absicht verletzt, um mal zu gucken, ob jetzt hier rötliche oder gelbliche Verfärbung eintreten. Sieht man auch nichts am Pilz selber irgendwo. Und man kann schon ganz gut sehen, hier, die sind schön radialartig verteilt. Oben auch so ein bisschen so ein Zipfel und dann geht es zum Rande weg. Ist ein essbarer Pilz, aber nicht der Parasolpilz. Wahrscheinlich hier der sternschuppige Riesenschirmling. Verfärbung gucken wir uns mal an. Keine, wie erwartet. Der darf mit und ich finde ihn gar nicht schlecht. Also ich habe natürlich hier an diesen alten Buchen immer Ausschau gehalten nach Austernseitlingen. Schaut mal unsere Videos, sie sind schon da, nicht? Wir zeigen sie auch. Noch ist ja der Anfang erst da. Aber schaut euch das an. Also hier die Holzzersetzer, die sind natürlich jetzt die Winterpilze, nicht? Und auch hier natürlich die grünen grünblättrigen Schwefelköpfe. Ja, gleich zu erkennen, ihr kennt das Spiel. Diese Neonfarben, diese grünlichen Töne auf den Lamellen. Ein Magen-Darm, giftiger, ohnehin extrem
bitterer Speisepilz. Aber es gibt auch immer ein paar neckische kleine daneben, der lila Lacktrichterling, den ich ganz gern mitnehme. Und wie gesagt, herrscht noch überhaupt kein Herbstpilzmangel im Wald. So, und den hier nehmen wir uns auch raus. Und dann hätten wir wieder eine Handvoll Pilze. Da hinten sind noch mehr. Also eine gute Hand in den Korb nehme ich da gerne mit. Wir leben hier in einem völlig unbelasteten Gebiet. Also die Methylarsane, vor denen immer so viel gewarnt wird. Ja, sie gibt es. Wer in Bergbau-, Altlastgebieten lebt oder gar in Industriegebieten, der sollte da etwas vorsichtiger sein. Aber hier ist das für uns kein Thema. So, und jetzt schauen wir mal weiter. Herrlich, die Sonne kommt raus. Man hat schon fast vergessen, wie das ist. Von den Burschen gibt es wirklich Mengen im Wald. Und diese hier, ich zeige es mal, die wachsen sogar mal zusammen. Das sieht man eher etwas weniger, oft solitär. Und auch leider sind sie schon zerfressen. Ja, na gut. Also man kann auch hier am Stiel ganz gut erkennen, wenig genattert. Wir sehen eben solche sternschuppigen Schuppen da oben drauf, die gut verteilt sind. Aber die Zeit hier der Riesenschirmlinge oder des sternschuppigen Riesenschirmlings ist hier mehr bis minder auch vorbei. Ich habe noch ein paar im Korb, da ist noch einer. Ich würde noch gern einen so mitnehmen. Und dann gucken wir mal, was es hier noch gibt. Gucken wir mal den an, das sieht noch ganz passabel aus. Also hier stehen Tausende im Wald, dahinter steht schon wieder einer. Wenn die noch gut sind, schmecken die nämlich durchaus echt passabel. Der ist super. Also auch hier Natterung, ne? Wenig. Schön verteilt, die Schuppen oben drauf. Und das hier ist natürlich trotzdem ein guter, essbarer Riesenschirmling. Das reicht mir aber. So, jetzt schauen wir mal, ob wir noch mehr finden. Also ich sehe hier noch 10, wenn ich da hocke alleine. Aber jetzt sind wir in meinem Lieblingswald. Neuer Wald, ich kenne den kaum. Ich war zweimal bisher hier. Und das ist ein Wald, ihr fragt immer, wo gehe ich denn hin? Also schaut euch mal um. Wir sehen Fichten, wir sehen Buchen, wir sehen Lärchen, wir sehen Kiefern, wir sehen Weißtannen. Licht, die Sonne kommt durch, geschützt, kein Wind. Und wenn es geht, ein bisschen Laub am Boden und Nadelholz dazwischen. Da kann alles wachsen. Tut's auch. Und das ist der ganze Grund, wieso wir noch ganz gut Pilze finden. Da unten auf diesem alten Weg steht ein großer Pilz. Gehen wir mal drauf zu. Und hier wachsen Steinpilze, hier wachsen alle möglichen Rödelritterlinge wie der da. Und da kann man immer noch gut was finden. Und vor allen Dingen auch, wenn es eben schon ein bisschen kälter wird im Jahr. Also hier gut zu sehen, ziemlich aufgedunsen. Wir machen den raus. Und hier kann man wunderschön erkennen, mit was wir es zu tun haben. Also diese lila-grauen Lamellen, diese lila Stiele, ist der violette Rötelritterling. Und da wachsen natürlich, die wachsen nicht alleine. Ja? Also die wachsen immer in großen Gruppen. Und da hat man mit einem Schlag gleich eine Menge. Ich habe vorhin schon gezeigt, es gibt Verwechslungspartner. Und da muss man aufpassen. Also weil es aus der Richtung der Schleierlinge kommt, gibt es bei uns gerade in Mengen im Wald. Das sind natürlich alles hier violette Rödelritterlinge. Laubzersetzender Pilz. Hier sind noch mehr. Also ich denke, einen können wir noch. Der ist mir schon ein bisschen alt. So, naja, der eigentlich auch. Der sieht sehr, sehr lustig aus. Schauen wir mal den an. Ist ja ein Riesending. Schaut euch das mal an. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Den nehmen wir mal raus. Also, da muss man mal sagen, erstaunlich. Einfach schön. Gut. Also, reicht dann auch. Der Korb ist etwas bunter und wir schauen uns weiter um. Und auch die Burschen sind noch anzutreffen. Also, das ist natürlich interessant. Schauen wir uns den mal an. Och, naja, oder auch nicht. Also, das war mal eine Marone. Und die darf stehen bleiben. Ja, so kann es gehen. Und da haben wir noch mehr. Also hier wieder Herbstrotfüße. Hier wahrscheinlich noch mehr. Müssen wir mal angucken bei den Hüten. Zu alt. Aber gut, vielleicht finden wir noch mehr. Die Sonne kommt raus, die Laune ist gut. So soll das sein. Aber nicht weit kommt die nächste. Schaut mal, und die sieht noch richtig gut aus. Eine frisch, junge, neu gewachsene Marone. Naja. Schnecken sind allerdings leider auch schon reichlich unterwegs. Das ist halt das Leid. Aber gut, das ist auch normal. Die Schnecken wollen ja auch schließlich was im Wald haben. Und wenn wir hier mal hocken, schauen wir uns immer weiter um. Denn meistens sieht man schon den nächsten Pilz. In dem Fall nicht. Nun, Vorführeffekt.
Wenn es jetzt kalt wird, geht an Stellen, wo die Sonne hinscheint und die windstill sind, wie hier. Und da sieht man dann schon an den Wegrandböschungen die meisten Pilze. Im Wald ist gar nicht unbedingt mehr los. Und hier sehen wir den nächsten S-Bahn-Kandidaten. Hier der große Schmierling oder eben auch das Kuhmaul. Bisschen drangsaliert, aber immer noch ganz vernünftig. Der darf mit. Also ihr könnt sehen, es füllt sich der Sammelkorb hier mit verschiedenen Riesenschirmlingen, Fichtensteinpilzen, wir haben Fichtenreizker, wir haben alle möglichen anderen, wir haben Kuhmaul, wir haben hier Lacktrichterlinge, wir haben Herbstrotfußröhrlinge. Also ihr seht, es wird bunter und voller. Und die Burschen hier, die dürfen natürlich für Nachwuchs sorgen. Wir haben genug von den Burschen. Und ein Blick in den Korb. Also das kann sich doch sehen lassen. Fichtensteinpilze in großen Mengen. Ein bisschen Deko einfach fürs Herz. Wunderschöne Parasole. Hier der sternschuppige Parasol oder Riesenschirmling vielmehr. Ganz tolle Fichtensteinpilze. Jung, knackig. Wir haben Herbstrotfüße, ein paar Blutröhrlinge. Wir haben Fichtenreizker. Wir haben hier ein paar wunderschöne Lacktrichterlinge. Also ihr seht schon, das ist doch wirklich mal eine Ausbeute. Die Sonne scheint, man könnte fast meinen, es ist Oktober. Nein, es ist Ende November, Anfang Dezember in der Tat. Und da ist das doch mal echt was für die Pilzsammlerseele. Herrlich. Und mit diesem Blick in den Korb und in die Sonne hinter mir, echt, wir haben es ja alle auch verdient nach den vielen Regen, da gibt es viele leckere Pilze und auch mal was für Seelenheil. Für alle, die Spaß haben, dann lasst uns einen Daumen hoch da, nicht vergessen. Vielleicht kann nicht jeder in den Wald. Grüße an alle Waldfreunde da draußen, die mit uns mitkommen und willkommen in der unglaublichen Pilzefamilie. Also, bis bald im Wald, habt Spaß und bis bald im nächsten Video.